den Anstoß ausführen wird. Der KSV spielt in den weißen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang, wo Matze Worms von rechts nach links in der letzten Minute, da haben wir ihn gesehen, Hendrik Starostzik, gut weitergeleitet auf Mogge. Starke Flanke und der Abschluss. Oh, Riesenmöglichkeit. Ich meine, das wäre Stendera gewesen. Und sich auch mehr zu, jetzt im eigenen Spielaufbau. Spiel läuft weiter, kein Foul gepfiffen. Sciara von vier Löwen umgeben. Trotzdem bleiben die Worms an Ball. Es ist Schussmöglichkeit und da ist die erste Hand von Marlon Sündermann. Nur vier Niederlagen. Oh, was für ein Solo und da ist das Tor. Lennart Grimmer trifft zum 0:1 nach einem sehr starken Solo in der 44. Spielminute, kurz vor der Halbzeit. Und so fällt die Führung für die Gäste. Schauen wir nochmal drauf auf diesen Treffer. Weiter Ball, erster Kontakt ist gut, Springfeld kommt nicht hinterher. Ein Haken, einfache Täuschung und dann schiebt er ein ins lange Eck. Shehada. Und dann können sie sich befreien. Umschaltmöglichkeit bei den Gästen. Jetzt über rechts. Gözitok treibt das Leder, wird erstmal nicht angelaufen. Lukas Ixal etwas passiv. Jetzt der Abschluss. Oh, schaut wieder von Lennart Grimmer. Wobei es auch sein kann, dass Tobi jetzt auf eine Dreierkette hinten umsteigt. Jetzt müssen wir erstmal aufpassen. Sciada! Oh, da wird noch gestört von Stachostzik und deswegen bekommt er da nicht mehr ganz so viel Wucht hinter den Ball und schießt dann zu mittig auf Sündermann. Es bleibt ihm auch nichts anderes übrig. Die Wormser stellen es jetzt vorne gut zu und diesmal kommt er auch an. Also, Verlagerung rüber auf die rechte Seite. Das ist der neue Mann, Oliver Issa-Schmidt. Flanke kommt Richtung Fischer. Marx passt auf. Reus nochmal mit dem Kopf dazwischen, aber ja, dann wieder Offensivfoul gepfiffen. Lukas Ixal raus, Jon Mogge raus. Also drei neue, die es jetzt vorne richten sollen. Wenn wir Döringer noch dazu zählen, eigentlich ja sogar vier, denn Vesco ist ja auch noch rausgegangen. Also der Tobi Damm hat jetzt quasi mal die komplette Offensivabteilung ausgetauscht. Nächste Gelbe gibt's gegen Hache. Dann war die Gelbe, die es vorhin gegeben hat, hoffentlich nicht gegen Hache. Denn dann hätte jetzt einer einen Fehler gemacht. Also hoffentlich ich. Jetzt kommt der Schiedsrichter aber doch auch nochmal auf die Idee und guckt nochmal nach. Ja. Denn wenn er jetzt sieht, Moment mal, die 35 habe ich doch eben schon mal verwarnt, dann war es das jetzt für den Mann. Ja. Und Hache wusste es natürlich, der ist zwar relativ schnell Richtung eigene Mannschaftsbus wieder unterwegs gewesen, um da weiter zu spielen, aber okay, dann habe ich doch aufgepasst. Und der Schiedsrichter hat es jetzt auch gemerkt und hat gesehen, zweimal gelb macht gelb-rot. Also das war's. Das ist natürlich auch ein bitterer Nachmittag für den Mann hier. Eingewechselt worden und jetzt nach 70 Minuten wieder Feierabend. Ich glaube, da hat der Schiedsrichter gesagt, komm, ist ein weiter Weg für mich bis zum Sommer. Da bleibe ich im Winter. Gute Flanke, gute Flanke! Gute Parade aber auch von Zimmer. Brill setzt nochmal nach. Der Captain geht jetzt voran. Schussmöglichkeit für Issa Schmidt. Oh, wäre das ein Einstand gewesen für den Mann, der heute hier sein Heimspieldebüt feiert. Dauerdruck jetzt beim KSV wird honoriert auf der Tribüne mit Applaus. Oh, der Torwart weit draußen. Tor für den KSV-Ausgleich. Ich glaube, es war Issa Schmidt. Wahnsinn. 80. Spielminute, Zimmer weit aus seinem Kasten ist hier zu spielen. 9,5 Minuten und Serkan Dona jetzt auf und davon. Wartet noch kurz, nimmt Najar mit. Najar, Issa Schmidt, schon wieder Issa Schmidt und Zimmer.
Die haben argumentiert, dass die Löwen den Ball hätten ins Ausspielen sollen, weil ein Wormser auf dem Boden lag. Nur ehrlicherweise, die Worms hätten ihrerseits selbst die Chance gehabt zuvor, haben sie nicht getan. Jetzt landen die Bälle natürlich auch die zweiten, immer wieder bei den Weißen. Döringer, Döringer! Drüber. Die Wiese ist ja im Abstiegskampf. Bloß nicht verlieren. Weiter Ball jetzt schon wieder vorne rein Richtung Isa Schmidt. Isa Schmidt immer noch am Ball. Oh ja. 92. Minute. Und das dürfte es gewesen sein. Das Spiel ist aus. 1:1 am Ende. Der KSV spielt Remis gegen Wormatia Worms. Letztendlich denke ich mal ein leistungsgerechtes Unentschieden. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.